am Freitag. Ich bin Lehrer der Arbeitsgemeinschaft für manuelle Therapie und präsentiere euch in diesem Video den Slump-Test. Dieser Test kann unter anderem dazu genutzt werden, eine erhöhte Mechanosensitivität der Nervenwurzeln des Nervus ischiaticus, des Plexus sacralis und des Nervus ischiaticus selbst zu bestätigen. Hierbei zielen die folgenden Bewegungssequenzen darauf ab, stufenweise die Spannung der neuralen Strukturen zu steigern, um auf diese Weise vor allem die bekannten Beschwerden des Patienten zu provozieren. Um die Reproduzierbarkeit des Testergebnisses zu gewährleisten, ist bei der Durchführung immer auf die gleiche Ausgangsstellung und Reihenfolge zu achten. Der Patient sitzt aufrecht, die Hände sind auf dem Kreuzbein und die Oberschenkel liegen vollständig auf der Bank auf. Vor dem Testbeginn werden die aktuellen Beschwerden abgeklärt und nach jedem einzelnen Manöver wieder erfragt. Weiter werden das Bewegungsausmaß visuell abgeschätzt und Spannungsveränderungen im Sinne eines ersten spürbaren Widerstandes wahrgenommen. Die Patientin wird aufgefordert, in sich zusammenzusacken, sodass Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule komplett flektiert sind. Dabei hält der Therapeut den Kopf bzw. die Halswirbelsäule in neutraler Position. Anschließend wird nach einer Provokation der bekannten Symptome gefragt. Durch einen kaudalen Druck auf den Schultergürtel bis zum ersten spürbaren Widerstand wird eine Progression der Flexion von Lenden- und Brustwirbelsäule erreicht und wieder nach einer Symptomprovokation gefragt. Als nächstes bringt der Therapeut das Sacrum in eine senkrechte Position. Nun wird die Patientin aufgefordert, den Kopf nach vorne zu beugen und dann nach einer Symptomprovokation zu fragen. Eine weitere Progression erreicht man, indem der Therapeut die Halswirbelsäule bis zum ersten Widerstand weiter in Flexion führt. Es folgt wieder die Abklärung einer Symptomverstärkung. Unter Beibehaltung der Wirbelsäulenposition wird zunächst das Knie der nicht betroffenen Seite gestreckt, um einerseits zu schauen, ob sich so bekannte Symptome auf der betroffenen Seite reproduzieren lassen und um andererseits vergleichbare Zeichen bezüglich Bewegungsausmaß und Spannungsgefühl für die betroffene Seite zu ermitteln. Die weitere Progression erfolgt über eine Dorsalextension im Sprunggelenk. Die betroffene Seite wird entsprechend getestet. Bei Reproduktion der typischen Beschwerden wird ein sogenanntes sensibilisierendes Manöver, zum Beispiel eine Reklination des Kopfes, durchgeführt. Kann hierdurch die Symptomatik reproduziert werden, ist der Test positiv. Das sensibilisierende Manöver dient zur Bestätigung der Hypothese einer erhöhten Mechanosensitivität neuraler Strukturen. Die Grundidee ist hierbei vor allem zu überprüfen, ob über eine Veränderung der neuralen Spannung in einer vom Problem entfernten Gegend die bekannte Symptomatik beeinflusst werden kann.